Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen auf den deutschen Star Wars Battle for 2 Kanal. Und Leute, wir haben richtig geile News. Nämlich das Update, das Dezember Update ist soeben erschienen, beziehungsweise heute erschienen. Ihr könnt es schon runterladen, ihr könnt jetzt schon das Spiel zocken. Und alle Sachen, die ich jetzt hier in diesem Video sage, die dazugekommen sind, könnt ihr heute schon testen. Ohne dass ihr warten müsst, tagelang, wochenlang. Das wurde nur nicht so richtig krass gehypt, das Update. Es ist ja auch nicht so krass groß. Deswegen, ja, gehen wir das durch. Aber ich habe noch ein kleines Special. Nach dem ganzen Update kommt ein Ausblick auf 2019, den der Entwickler uns gestellt hat. Das alles hier in diesem Video, Leute. Und ich würde sagen, ohne langes Geschwafel legen wir gleich mal los. Nämlich, es ist ein neuer Obi-Wan Kenobi Skin erschienen, Leute. Sieht richtig geil aus. Heißt General Kenobi, 40.000 Credits könnt ihr diesen kaufen. Oder 1.000 Kristalle, je nachdem, wie ihr diesen Skin halt haben wollt. Könnt ihr es ausgeben und natürlich mit den zocken. Ich werde dazu ein Video machen, natürlich Gameplay zeigen und wie sich das alles so spielen lässt und wie das Ganze aussieht. Das könnt ihr natürlich auf diesem Kanal dann mitverfolgen. Ja, Leute, absolut genial. Natürlich Frage des Tages, Leute, auf was freut ihr euch am meisten hier in diesen Änderungen? Was hat euch am meisten gefallen oder worauf seid ihr am meisten gehypt? Oder sagt ihr, nee, 2019, das, was sie angekündigt haben, ist richtig geil. Was ist euer Lieblingssache hier in diesem Video, sage ich mal? Denn wir kommen zur nächsten Sache. Ja, die Sache ist nämlich die Anzeigen. Zwei neue Sachen, Leute. Es gibt nämlich eine Ausdaueranzeige, die dazugekommen ist. Diese Ausdaueranzeige ist über der Lebensenergie, das ist nicht mehr so ein, ja, so ein Kreisbalken, der wurde entfernt. Das heißt, wenn du mit dem Lichtschwert Helden geschlagen hast, ja, hat sich so ein Kreis gefüllt, der wurde dann irgendwann rot oder hat sich geleert. Der wurde dann irgendwann rot und dann konntest du nicht mehr weiterschlagen. Der ist jetzt weg, Leute. Es gibt noch eine Anzeige über der Lebensenergie und das war es auch schon. Also mega geil, das sieht eigentlich richtig gut aus. Und dann haben wir noch eine Anzeige, ja, das nenne ich die Ausdaueranzeige. Das heißt, wenn ihr rollt mit einem Truppler oder mit einem Helden, da steht neben der Lebensenergie, steht dann halt, wie oft ihr euch noch rollen könnt, bevor das abgekühlt wird, bevor ihr wieder die ganzen, ja, Rollen wieder habt, sage ich mal, ne? Also man kann ja nicht rollen spammen, deswegen ist das eigentlich ganz gut. Ja, Leute, Gefecht wurde geändert. Gefecht hat jetzt endlich das Squad-System dazu bekommen. Und der Squad-Timer ist nicht bei 10 Sekunden, sondern bei 5 Sekunden. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich bei Gefecht das abschaffen. Dann ist es halt dynamischer, ein bisschen schneller, aber auch, ja, besser 5 Sekunden als 10 Sekunden. Das ist natürlich absolut gut. Ja, ich persönlich spiele ab und zu auch Gefecht, ne? Darth Vader Würgegriff, Leute, wurde endlich behoben, der Bug. Endlich. Viele haben sich beschwert, ja, was ist da los, ich kann da nichts mehr machen, ich bin da so festgebuggt. Dieser Bug wurde endlich behoben, aber ich muss auch mal eine negative Nachricht äußern. Ich habe leider erst letztens mitbekommen, dass es immer noch den Würgegriff-Fehler gibt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Chewbacca einen Würgegriff machen wollt, dass halt der nicht greift irgendwie, dass er halt Chewbacca dann weiterschlagen kann, obwohl man diese Fähigkeit gemacht hat, sehr, sehr bitter. Nicht nur bei Chewbacca, natürlich bei allen anderen auch. Also das ist wirklich schade, dass dieser Fehler mal... Vielleicht beheben sie diesen Fehler im nächsten Update. So, dann haben wir natürlich wieder ein paar Fehlerbehebungen. Nämlich mit Obi-Wan, Leute, der Machtschub, ja, wurde ein bisschen verändert, beziehungsweise die Fehler wurden erstmal behoben. Und es soll jetzt auch so besser sein mit Machtschub. Man soll besser damit klarkommen, man soll die Range sehen, also die Reichweite und so weiter. Das soll natürlich alles dann, ja, verbessert sein. Dann haben wir, Leute, Obi-Wan, nochmal zu Obi-Wan, seine zwei Fähigkeiten wurden ausgetauscht, ja. Das heißt, die Plätze wurden ausgetauscht, Machtschub ist jetzt links und rechts ist defensiver Ansturm. Ja, das ist natürlich dann sehr wichtig für die Leute, die dann mit Obi-Wan spielen. Ich spiele gerne mit dem Helden, den finde ich cool, ehrlich gesagt. Geonosis und ATTE haben Verbesserungen bekommen, Leute. Nämlich, jetzt bei Geonosis, in der dritten Phase, seht ihr jetzt solche Pisten, ja, zur besseren Orientierung der Map. Das heißt, ihr könnt mit dem ATTE diese Pisten benutzen und da lang cruisen, beziehungsweise fahren und dann halt die Gegner niedermetzeln oder halt auch töten und dann absolut Spaß haben auf Geonosis. Ich habe so Bock auf das Update, ne, unfassbar. Und dann wurde noch ein Fehler behoben, Leute, das ist ein Punkteglitch. Der wurde jetzt behoben, beziehungsweise der wurde jetzt erstmal ausgestellt. Das heißt, wenn ihr bei einem Squadmate spawnt, bekommt er keine Punkte mehr. Ihr selber bekommt auch keine Punkte mehr, wenn jemand bei euch spawnt. Und jetzt haben wir einen Ausblick auf 2019 und da bin ich richtig gehypt, Leute. Nämlich, es gibt bald Skins für die Offiziere. Oh mein Gott, endlich. Gepanzerte Navy-Offiziere, ja. Auch Klonskins kommen dazu und die werden kostenlos sein, Leute. Die gepanzerten Navy-Offiziere als, ja, normal Skins, sage ich mal, Default. Die sind halt
ganz normal, kostenlos, Leute, kommen die dazu. Keine Credits, keine Kristalle, nichts, komplett kostenlos. Und das wird endlich mal Zeit, dass bei der Offiziere, bei der Offizierklasse endlich mal was gemacht wird in Richtung Skins. Das ist natürlich richtig geil. Bin mega gehypt auf 2019. In ein paar Tagen ist es doch soweit. Ist doch nicht mehr lange, oder? 20 Tage. So, dann haben wir ein paar Änderungen, was sich viele gewünscht hatten, nämlich die 41., die 91., 104. und die 327. bekommen ein paar Skins, Veränderungen, Aussehenveränderungen, nämlich da haben welche gesagt, ja, das sieht ja aber nicht so gut aus, so wie in dem Film oder so, halt wie es getreu aussehen würde, so original, da haben die gesagt, okay, wir können das jetzt nicht so machen und dann haben sie gesagt, ja, machen wir später, die machen das jetzt Anfang 2019, haben die gesagt, da werden ein paar Sachen dann halt verändert. So, es gibt endlich bald ein Emote-Rad, Leute. Dieses Rad könnt ihr aufrufen, habt ihr 8 verschiedene Emotes, die ihr selber auswählen könnt. Also nicht nur 4 Emotes, ich glaube 4 Emotes waren das, ne? Zwei Emotes. Jetzt könnt ihr bis zu 8 Emotes auswählen. Das wird natürlich absolut geil. Und da wissen wir ganz genau, in welche Richtung das geht. Nämlich Emotes wird es vermehrt dann Updates beinhalten und man kann die dann kaufen und natürlich mit denen rum. Ja, albern, sag ich mal. Das wird absolut geil. Also 8 Emotes. Für jede Situation ein Emote kann man natürlich dann selber auch bestimmen. Ja, Leute. Als letzter Stelle kommt natürlich die Lichtschwertkämpfe. Werden verändert. Es soll so ähnlich wie in dem Film aussehen. Ja, endlich. Die Leute haben sich gedacht, oh, das soll sich endlich mal verändern. Das ist Star Wars, verdammt nochmal. Und das soll flüssiger laufen. Das soll einfach so wie in dem Film kennen. Zack, zack, zack. Also das heißt, schlägt auf dem Schwert, dann nach unten, weißt du. Es soll einfach richtig flüssig laufen, wie in dem Film. Guckt euch jetzt die Filme an. Nein, spielt lieber das Spiel. Und dann könnt ihr den Film anschauen und das nochmal sehen. Es sieht richtig geil aus, Leute. Leider kann ich euch keine Film-Szenen zeigen, denn das ist nicht erlaubt von ja, Disney. Aber ja, so viel dazu, Leute. Mega geil. So, das war's eigentlich, Leute. Ich bin mega gehypt. Ich habe richtig Bock auf das Update. Ihr auch, glaube ich. Ich werde gleich mal livestreamen und vielleicht seid ihr auch am Start, Leute. Macht's gut, haut rein. Kommt hier, bewertet nicht vergessen, Fall des Tages und bis zum nächsten Mal.